So, hallo Leute, bei mir geht es heute um ein relativ wichtiges Thema, und zwar Erste Hilfe oder ja, Erste Hilfe Sets. Das habe ich bis vom Jahr noch relativ vernachlässigt, wobei ich jetzt schon mittlerweile aufgeholt habe, also Video von mir über mein großes Erste Hilfe Set, mache ich euch einen Link unten rein. Das habt ihr schon gesehen, und ja, ich bin immer ein bisschen am Optimieren. Und jetzt geht es mir halt natürlich auch darum, nicht immer da 20 Kilo mitzuschleppen, sondern das Ganze einfach ein bisschen besser zu sortieren. Und da bin ich, wie gesagt, auf diese kleinen Erste-Hilfe-Pakete, Erste-Hilfe-Sets, die gibt es auch fertig, aufmerksam geworden. Und da möchte ich euch heute ein bisschen was drüber zeigen. So, hallo Leute, dritter Teil von meinen Erste-Hilfe-Sets oder First Aid, jeder wie er will. Und zwar jetzt wird es ein bisschen spezieller. Und zwar ist es so, wenn man jetzt auf Drückjagden ist oder auf der Jagd allgemein, ist die Gefahr relativ hoch, dass man sich eine Verletzung holt oder der Hund sich zum Beispiel eine Verletzung holt. Und da wird das Ganze dann schon ein bisschen komplizierter. Also was nicht schaden kann, ist so ein kleines Set noch dabei zu haben irgendwo, was ich jetzt auch immer mit mir rumschleppe und was auch noch tragbar ist irgendwo im Gepäck, ist dieses Teil hier, Erste Hilfe Forst und Jagd und Erste Hilfe für den Hund. Das hat sogar hier hinten noch so einen Gürtelclip dran, dass man es wie gesagt am Gürtel tragen kann, wenn es ist. Sind beides in relativ auffälligen Farben, das ist auch wieder nicht schlecht, sage ich mal. Wie gesagt, wenn man da auffällt, wie gesagt, das ist ein Rucksack und das ist zum Beispiel am Gürtel. Ja, fangen wir erstmal mit dem an. Es ist so, wenn man dann irgendwo auf den Jagden auftaucht, wird man am Anfang erstmal belächelt, weil, schau dir die an, Verbandszeug, Messer, Waffen, die schauen aus, als ob sie in den Krieg ziehen. Und wenn es dann soweit ist, dass jemand sich verletzt hat, geschnitten, gestürzt, abgerutscht, oder der Hund geschlagen ist, dann sind sie auf einmal alle wieder am Schreien, Latte. Ja, und dann sind sie alle recht froh. Also dieses Teil hier sind wie gesagt rein nur zur Erstversorgung da. Dann sollte man schauen, dass man wie gesagt zum PKW kommt oder zu einem sogenannten Treffpunkt. Also meistens werden da sogenannte Notfallpunkte festgelegt bei einer Drückjagd. Und da hat man dann das große Erste-Hilfe-Set im Auto. Fangen wir einfach jetzt mal mit dem Teil hier an. Das ist also praktisch für den Jäger, Jagd und Forst. Ist auch wieder alles ordentlich verpackt, steril verpackt. Und jetzt wird es halt schon ein bisschen komplizierter. Also Kompressen, Verbandspäckchen. Da ist ein Quickverband für den Finger dabei, weil gerade beim Aufbrechen oder so sind gerne mal schnell Schnittverletzungen da. Also ein Alufinger auch einzeln, der dann nochmal drüber gezogen wird. Dreieckstuch ist eh klar. Pflaster ist auch klar. Einige Binden und Verbandszeug einfach. Dann Triflix Fingerverband einzeln. Also wie gesagt, dass man sich einfach die Finger versorgen kann. Weil das geht nämlich ruckzuck, dass sich da einige Leute in den Finger schneiden. Dann ist ein sogenannter Lederverband dabei, der ist super. Das heißt, den stülpe ich mir drüber, binde das Ganze gut ab, dass es abgesichert ist und kann dann praktisch weiter jagen oder weiter arbeiten. Diesmal sind 4 Handschuhe drin, das ist auch okay. Wundreinigungsset, Zeckenzange, auch wichtig. Wie gesagt, nicht den Kopf abreißen von dem Drecksvieh. Ja. Und ein sogenannter Druckschlussbeutel, das heißt, in diesem Beutel kann man, das hört sich jetzt relativ makaber an, aber wenn ein Finger weg ist oder irgendein anderes Gliedmaß, dann kann man den da reinpacken und kann den ordentlich transportieren. Ist halt so, also ist da drin. Trillerpfeife, ja. Also das ist dann schon das etwas härtere Paket, was da alles so mit drin ist. Das ist wie gesagt dieses Wald, Jagd und Forst. Also das werde ich jetzt in mein Gepäck reinpacken. Dann brauche ich mein schweres Gerät nicht mitpacken. Ja. Das kommt also bei mir ins Jagdgepäck als Hundeführer oder überhaupt prinzipiell in den Jagdrucksack bei einer Drückjagd. Also wichtig, dass der drin ist. Dann, was noch viel wichtiger ist, ist der Hund. Meistens ist es so, dass die Hunde da doch etwas
ruppiger oder wilder zur Sache gehen und auch näher am Wild sind. Das heißt, da ist die Verletzungsgefahr relativ hoch für den Hund. Ja, so, da wieder ein bisschen Wind. Ja, das kommt bei mir an Gürtel, schnell zugriffsbereit. Da mache ich aber noch mal ein extra Video und zeige euch aber mal kurz, was ich da noch mit dazu gepackt habe. Und zwar nennt sich das Wow Wow, ja, Erste Hilfe für Hunde. Hier geht es also los, das übliche, Schnellverbände, Binden, was zum, eine Rettungsdecke ist dabei. Das kann also auch für den Hundeführer oder den Jäger nicht schaden. Das ist also, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Dann als nächstes haben wir einen sogenannten Pfotenverband, das heißt, es wird um die Pfote drum gemacht und dann kann kein Dreck mehr rein, gerade bei großen Hunden, die sich jetzt nicht so leicht tragen lassen. Dann halt natürlich einen Haufen Kompressen, so ein elastischer Streifen, womit man dann nochmal praktisch eine Verletzung vom Hund nochmal mit auf Zug zubindet. Dass der also dann durch die Bewegung, weil der Hund passt da nicht auf, der versucht so weit weiterzugehen, wie es halt geht, dass der Verband nicht runter wird, runterrutscht oder locker wird. Wundreinigungstücher, Zeckenpinzette ist eh klar, das ganze Zeug. Vor allem halt sind da Pfotenverband und so Geschichten sind interessant und Rettungsdecke. Also wie gesagt, wenn man da zwei Pakete mitschleppt, ist auch okay. Hat hier hinten so eine Klettverschlussschlaufe, die man also schnell auch runter bekommt. Ja. Das ist also das Sörgensen Erste Hilfe für Hunde. Wie gesagt, die beiden Dinger kann ich jedem Hundeführer und jedem Jäger bei einer Jagd nur ans Herz legen. Ich sage immer, lieber ein bisschen mehr mitschleppen, als dann zu wenig, wenn es drauf ankommt. Und ich sage dann nach der Jagd oder während der Jagd kommen sie dann alle an und wollen hier und mein Finger und mein Hund. Ja, das sind also die beiden Jagdpakete. Ich habe mein persönliches Set, was ich jetzt dann auch im Laufe der nächsten Woche wieder einsetze, ein bisschen aufgerüstet. Schaut jetzt ziemlich brutal aus, aber es ist so, dass ich mir da persönlich noch Desinfektionsmittel zum Ausspülen reingetan habe. Das heißt, der Hund hat eine Wunde oder der Mensch hat eine Wunde. Da muss ihn halt der Besitzer festhalten und dann jagt man ihn praktisch durch die Verletzung dieses Desinfektionsmittel durch und dann wird die Wunde auch noch gleich ausgespült, weil das ist auch wichtig, weil umso länger der Dreck da drin bleibt, umso höher ist die Gefahr von einer Entzündung. Und das nächste, was ich noch mit reingetan habe, sind ein paar Knicklichter, die sind nie verkehrt, und ich habe hier einen sogenannten Tacker. Das Ding, damit versorgt man praktisch die Wunden beim Hund oder beim Mensch, funktioniert super und ist also wie gesagt eine ganz, ganz gute Geschichte zum Zumachen von Schnittwunden und Risswunden. Also wie gesagt, nicht wenn jetzt der Muskel verletzt ist oder was, das ist nur wenn die obere Hautschicht aufgerissen ist, was schnell mal passiert, dann nimmt man so ein Ding her. Ansonsten immer, wie gesagt, sobald Muskel sehen oder irgendwas sehr, sehr tief geht, sofort immer zum Tierarzt oder auch nach dem Tackern am besten sofort zum Tierarzt. Und auch nur das sich von jemand zeigen lassen, der ein bisschen Erfahrung hat damit, dass man da am Tier keinen Scheiß baut. Aber da mache ich ein extra Video zu. Ja, das waren also meine Erste Hilfe für die Jagd. Vielen Dank, macht's gut, euer Walter.